Hallo, Allplan Visual Scripting ist eine neue Funktionalität, mit der Sie grafisch programmieren können. Als Ergebnis erhalten Sie parametrische Objekte oder automatisierte Arbeitsabläufe. In der Allplan-Version 2019 ist Visual Scripting noch kein offizieller Bestandteil, sondern als technische Vorschau enthalten. Wie Sie die neue Funktionalität schon heute starten und testen können, zeige ich Ihnen in diesem Video. Die neue Funktion wird aktuell noch nicht in der Actionbar angezeigt. Sie muss manuell hinzugefügt werden. Starten Sie hierzu den Actionbar-Konfigurator. Natürlich können Sie die neue Funktion in der Actionbar platzieren, wo Sie möchten. In meinem Beispiel erstelle ich eine neue Aufgabe mit der Bezeichnung Visual Scripting. Danach selektiere ich die neue Funktion und setze sie per Drag and Drop in den neuen Aufgabenbereich. Auch diesen benenne ich noch um. Nach dem Schließen des Konfigurators steht die neue Funktion in der Actionbar zur Verfügung. Wird Visual Scripting gestartet, öffnet sich ein weiteres Anwendungsfenster, was in der Größe und Position angepasst werden kann. Wenn Sie mit mehr als einem Monitor arbeiten, können Sie diese Fenster auch auf einen anderen Monitor verschieben. Die Oberfläche von Allplan Visual Scripting besteht im Wesentlichen aus drei Bereichen. Am oberen Rand ist die Menüleiste mit verschiedenen Funktionen. Das Design der Oberfläche ist noch nicht final ausgearbeitet und wird sich in Zukunft nochmal ändern. Auf der linken Seite ist die Bibliothek mit den vorgefertigten Nodes. Die Bibliothek kann entweder rechts oder links angedockt werden. Sie kann auch weggeklappt oder geöffnet angepinnt werden. Die Nodes sind thematisch in verschiedenen Ordnern abgelegt. Auf der rechten Seite sehen Sie die Arbeitsfläche. Hier erstellen Sie Ihre Skripte durch das Verknüpfen von Nodes. Nodes werden per Drag and Drop aus der Bibliothek auf der Arbeitsfläche abgelegt. Durch das Verknüpfen von Nodes werden Rechenschritte festgelegt, die das Skript später ausführen soll. Der Datenfluss erfolgt immer von links nach rechts. Mit diesen Funktionen steuern Sie den Bildschirmausschnitt. Sie können sich hier entweder alles anzeigen lassen oder die Daten vergrößern oder verkleinern. An dieser Stelle war es das erstmal von meiner Seite. Sie haben gesehen, wie Sie den Prototyp zum Starten in die Actionbar integrieren und die wichtigsten Bestandteile der Benutzeroberfläche kennengelernt. Auf unserer Webpage finden Sie noch weitere Filme zu Allplan Visual Scripting. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.